Ich bin auch ganz sicher, dass schon in wenigen Jahren, wie wir bei anderen geschichtlichen Ereignissen es erlebt haben, diejenigen, die heute auftreten mit ihrem Nein und ihrer Gegenposition, das alles leugnen werden, dass sie je einmal eine solche Meinung vertreten haben. In dem Maße, wie die Menschen ihn in der Hand haben werden, werden sie sich auch daran gewöhnen. Man kann das nicht wegdiskutieren, sondern es wird sich einfach zeigen, dass die Befürchtungen alle unberechtigt waren. Ja, Deutschland hat von dieser Euro-Einführung profitiert, das kann man wirklich sagen. Wobei man genau unterscheiden muss, wen man mit dieser Dominanz meint, wer hier denn tatsächlich gewonnen hat. Die Finanzkonzerne, die international sich organisiert haben in dem Kartell Institute of International Finance, mit ihrem Vorsitzenden Josef Ackermann, die haben profitiert. Die Grundidee eines gemeinsamen Marktes in Europa war wahrscheinlich gut. Die Ausführung war eine Katastrophe. Als Ökonom ist es Irrsinn, Länder wie Griechenland, Portugal, aber auch Spanien in eine Währungsunion zu bringen. Rein volkswirtschaftlich gesehen ist es absoluter Irrsinn. Und vor 10 Jahren hätte sich das niemand vorstellen können, dass Griechenland und viele andere in so kurzer Zeit das Staatsdefizit ganz konsequent begrenzt. Das waren ja alles eklatante Verletzungen des Maastricht-Vertrages. Es ist mir ein Rätsel, wie es sich überhaupt Politiker in Brüssel leisten können, zu sagen, die Regeln, die gelten für uns. Ganz offen, wir sind nicht hier, um Nachhilfe in Demokratie zu kriegen oder darin, wie man wirtschaftet. Es handelte sich bei dieser sogenannten Subprime-Krise, bei dieser sogenannten Bankenkrise, um einen wohlorganisierten Streik eines internationalen Kartells mit dem Ziel, die Kontrolle über das eigene Finanzsystem zu erlangen. Dass ein Chairman der Federal Reserve nicht gesehen hat, dass das zu einer Katastrophe führt, ist wiederum, also für mich, ganz erstaunlich. I had sold short all of the investment banks in America because I knew this was going to blow up. And it did blow up. So what was my thought? I thought, well, I'm making money. Die Probleme selbst liegen viel, viel tiefer. Die liegen in unserem Finanzsystem, dass das Finanzsystem sich vollkommen abgekoppelt hat von der realen Wirtschaft. Wir können nicht weiter die Deregulierung vorantreiben und die Banken und die Finanzwelt machen lassen, was sie will. Wir machen doch nicht Politik im Auftrag der Märkte, sondern wir machen sie für die Zukunft der Menschen in unserem Land. Aber Sie müssen verstehen, die Unterstützungspakete für Griechenland sind nicht für Griechenland. Das sind für die idiotischen Banken, meine sehr herrenwürdig. Also für mich ist der Worst Case genau das, was jetzt passiert. Und es wird wirklich Zeit, dass die deutsche Öffentlichkeit mal rein Wein ein Geschenk bekommt. So everybody is hoping that the next election comes and everything will be okay. And then the Tooth Fairy is going to come and save everybody. Let me tell you, the Tooth Fairy is not coming. Sie müssen sich vorbereiten, dass eines Tages Ihre Kreditkarte nicht funktioniert. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Ja, für mich ist der ESM lupenreines finanzielles Ermächtigungsgesetz. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das ist absolut antidemokratisch. Und dass die Bürger nicht zu Millionen auf die Straßen gegangen sind, verstehe ich nicht. Man sollte sie alle aus den Regierungen und den Universitäten zum Teufel jagen. Aber diese Leute sind immun. Und sowas kenne ich nur aus Diktatur. Dass die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche Elite akzeptiert, dass man als Nebenprodukt von Euro-Rettungspaketen in ein zentralistisches Europa hineinläuft. Man hat in Europa, in Brüssel, einen Bürokratieapparat aufgebaut, der mit demokratischen Strukturen nichts zu tun hat. Als der Euro eingeführt wurde, war mir auch noch nicht derart bewusst, wie die Regierungen sich wie ein Krebs ausdehnen in der Welt. Aber über die letzten 10, 12 Jahre habe ich doch gesehen, dass die Bürokraten in Brüssel eine katastrophale Bande von nutzlosen Menschen sind. Der Euro zerstört Europa. Er einigt nicht Europa. Wir erleben es ja. Vor der Griechenland-Krise war Deutschland die beliebteste Nation in Griechenland. Heute sind wir dort die am meisten verhasstet. Das Motto ist wirklich, alles für die Banken, nichts für die Bevölkerung. Wäre die Krise lösbar, hätten uns die Politik schon
schon längst eine Lösung präsentiert. Die Lösung wird der Crash sein.